So, hallo. Ich wollte hier kurz vorab was über Borg-Backup erzählen. Das ist nur mal so ein ganz kleiner Pointer, soll ja auch nicht so lang dauern, ist ja nur ein Lightning-Talk. Direkt danach gibt es aber auch noch eine andere Veranstaltung, wo es um den Code geht, und etwas später heute Abend gibt es noch eine Veranstaltung, wo es mehr so etwas ausführlicher allgemein drum geht. Dieses Zitat, der Holy Grail of Backup-Software, also das ist nicht von mir, das hat irgendein anderer begeisterter Attic-User mal im Twitter gepostet. Der hat also diese Attic-Backup-Software entdeckt und war ganz begeistert davon, und mir ist es im Prinzip genauso gegangen. Und was das mit Borg-Backup zu tun hat, werdet ihr dann gleich sehen. Borg ist nämlich ein Fork von Attic. Generell, Attic Backup ist leider auch nicht so sehr bekannt, ist zwar in Debian und Ubuntu und so weiter drin, aber ja, irgendwie hat sich's nicht so ganz rumgesprochen. Das gibt's also schon seit 5 Jahren, diese Backup-Software, also seit der erste Commit stattgefunden hat. Und ich habe mir das damals auf der Suche nach einer Backup-Software halt angeguckt, und das hat mir also spontan begeistert, diese Software, weil sie doch einige Sachen gelöst hat, die also andere Backup-Ansätze nicht gelöst haben. Außerdem war es in Python, das ist mir natürlich auch sehr entgegengekommen, weil ich code halt gerne in Python. Und ich habe mir den ganzen Code mal relativ kurzfristig durchgeschaut, also das hat alles eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Und wie gesagt, war halt auch jetzt nicht brandneu, so dass man mit allen möglichen Katastrophen rechnen musste. Das war durchaus schon eine irgendwo eingefahrene Sache. Es gab aber ein bisschen Probleme. Das seht ihr, wenn ihr auf GitHub in den Attic-Issue-Tracker mal oder in den Attic-Projekt mal reinschaut. Es geht dann nur relativ langsam voran. Das liegt daran, dass der Hauptautor halt relativ wenig Zeit hat. Er möchte aber halt gerne alles selber machen. Ja. Also Contributions und so, naja, vielleicht und so, aber wenn man Pull-Request macht, das kann halt Wochen und Monate dauern oder wird halt gar nicht akzeptiert. Von da war das ein bisschen ein Problem, das ging alles nur sehr langsam voran. Gleichzeitig waren halt doch so ein paar kleinere Bugs und ein paar, ja, waren nicht Bugs, aber so kleine Ärgernisse waren halt auf dem Issue-Tracker. Und ja, mit neuen Developern war es halt nicht so besonders offen, und von daher war das ein bisschen problematisch. Ich habe da also eine Zeit lang fleißig Pull-Requests gemacht, also da haben sich, waren manchmal so 20, 30 Pull-Requests von mir offen. Aber ich habe jetzt vor 1, 2 Monaten habe ich sie alle gelöscht, weil sie sind eh nicht akzeptiert worden. Das hat dann dazu geführt, nach einer gewissen Diskussion, auch mit dem Originalautor und mit ein paar anderen Leuten, dass wir das Projekt geforkt haben. Weil es hat sich irgendwie ein bisschen abgezeichnet, dass so die Ansichten, wie so ein Projekt voranschreiten sollte, etwas unterschiedlich waren. Also ich wollte das relativ schnell vorantreiben. Und der Originalautor wollte es halt lieber so als Spielprojekt und nichts Großes draus machen und alles selber machen und so. Also das war nicht so recht vereinbar. Deshalb vor ungefähr einem Jahr habe ich das geforkt. Und ja, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Da ist so ein bisschen eine Community entstanden. Also ist jetzt auch nicht mehr nur ein Ein-Mann-Projekt, sind jetzt mehrere Entwickler, wo also da heftig dran arbeiten. Also dieser sogenannte Bus-Factor, wo man immer sagt, quasi, wenn ein Entwickler vom Bus überfahren wird, was passiert denn mit dem Projekt? Das Problem haben wir nicht mehr so extrem. Ist halt blöd, wenn es nur einer ist, dann ist halt das Projekt mehr oder weniger mit tot. Muss nicht unbedingt vom Bus überfahren werden, kann natürlich genauso sein, er hat einfach keine Lust oder keine Zeit. Ja. Im Borg-Backup sieht es so aus, wir haben praktisch auf der Basis von Attic angefangen und haben da ziemlich viele Bugfixes und auch bestehende Pull-Requests gemerged, die also im Hauptprojekt halt nicht angenommen worden sind. Aber ich habe es mir natürlich vorher durchgeschaut, also die sind nicht deshalb nicht angenommen worden, weil sie irgendwie schlecht waren oder so, die sind einfach deshalb angenommen, weil keiner Zeit hatte, sie anzugucken und auf Merge zu klicken. Wir suchen auch immer neue Entwickler, also wenn ihr da Lust und Spaß dran habt, könnt ihr gerne mitmachen. Und das Ganze geht ein bisschen schneller voran, also wir haben jetzt schon einige neue Releases gemacht, wo also schon deutlich besser wie Attic sind. Zum Feature-Set kurz. Die Backup-Software ist, wie man sich's vorstellt, sie soll relativ einfach und schnell sein. Wenn das Ganze zu kompliziert ist oder zu langsam ist, dann macht halt keiner ein Backup. Wir benutzen Content-Defined Chunking. Da kommt nachher noch ein bisschen mehr dazu. Das Backup-Programm dedupliziert, also ihr braucht weniger Platz auf dem Storage wie normalerweise. Wir können auch komprimieren.
Da ist vor allem diese LZ4-Kompression hervorzuheben. Die komprimiert zwar nicht wahnsinnig gut, aber sie ist dafür super schnell. Also ist keine Bremse in dem ganzen Prozess. Wenn man mehr Zeit hat, kann man auch sowas nehmen, aber das ist dann halt eher langsam, komprimiert dafür aber besser. Wir verschlüsseln mit AES 256 im Counter-Mode und das Ganze wird danach authentifiziert mit HMAC. Das heißt, es ist das übliche AE-AD-Verfahren, also dass man halt erst verschlüsselt, dann authentifiziert. Das verhindert, dass irgendeiner am Ciphertext rumspielt und da irgendwelche Angriffe probiert. Das Backend ist relativ simpel. Wir können einfach ins Filesystem reinspeichern. Oder, was auch unterstützt wird, ist über SSH, dass man also auf dem Client Borg laufen hat, um die Backup-Daten einzusammeln. Und der schiebt es dann über SSH auf den Server drauf, wo auch Borg laufen muss. Zur Not geht es aber über SSHFS auch. Also wenn man auf dem Server kein Borg installieren kann, kann man auch über Filesystem das draufschieben. Free and Open Software, BSD-License, die Doku sind ganz gut, ist schon Free to Docs drauf. Wir unterstützen alle möglichen BSDs, Linux, Mac OS X. Unter Windows könnt ihr es mit Cygwin probieren, tut auch so mehr oder weniger, aber ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. Und wir tun sogar Big Endian-Architekturen auch unterstützen, die also heutzutage eher etwas exotisch sind. Also wenn ihr einen alten Power Mac G5 oder sowas habt, da läuft es auch drauf. Extended Attributes, ACLs, so die ganzen üblichen Sachen werden unterstützt. Und was auch recht nett ist, ihr könnt ein Backup über Fuse mounten. Also wenn ihr 2, 3 Dateien aus dem Backup zurückhaben wollt, müsst ihr nicht das Backup irgendwie restoren oder da die Kommandozeile ausfeilen. Ihr könnt es einfach über Fuse mounten und mit dem Dateimanager drin rummachen und einfach die Dateien halt rauskopieren, die ihr haben wollt. Ist mit Python 3.4 gemacht, 3.5 geht auch. Die geschwindigkeitskritischen Sachen sind in C und in Cython gemacht, weil gerade wenn es halt auf maximale Performance ankommt, ist natürlich Python nicht so die erste Wahl. Aber wie gesagt, der Code ist dann in C. Und wir haben eine recht gute Test-Coverage, also irgendwo 84% oder so. Und wir benutzen ein CI-System. Wie viel Zeit habe ich noch? Ist ein bisschen. Mal zu den Besonderheiten. Wenn ihr zum Beispiel diese Rsync-Methode benutzt, die ist ja recht populär. Ich mache ein Backup mit Rsync und mache dann so mit Hardlinks und so. Das benutzen ja recht viele. Da merkt man aber relativ schnell, mit virtuellen Maschinen-Images hat man da so ein bisschen Problem, weil sobald man die virtuelle Maschine halt einmal gestartet hat, ist die Datei anders und das Rsync überträgt halt die komplette Datei wieder auf den Storage. Und man hat dann halt nicht nur einmal 50 GB draufliegen, sondern nochmal 50 GB. Und wenn man dann täglich ein Backup macht, dann wird es halt doch ziemlich viel. Speziell für VMs haben wir Sparse-File-Support. Diese Sparse-Files haben ja praktisch Lücken. Also wenn quasi in so einer VM-Datei ein Haufen Nullen drin sind, werden die nicht wirklich abgespeichert, sondern da macht es quasi einfach ein Loch in die Datei. Und das führt halt dazu, dass die Datei dann halt nicht so viel Platz auf dem Storage belegt. Sowas muss man supporten, sonst tut spätestens beim Extract, also beim Restore vom Backup, explodiert euch der Speicherplatz. Also den Support haben wir drin, von daher gibt es da kein Problem. Ihr könnt auch von physikalischen Disks oder irgendwelchen Logical Volumes oder so Backups machen, geht auch. Also man kann quasi Raw Devices aufmachen. Wenn ihr jetzt irgendwo eine große Fotosammlung habt und ihr tut den Ordner umbenennen, gibt es auch keine Probleme bei der Deduplikation. Wenn ihr Rsync nehmen würdet, hättet ihr halt den kompletten Kram nochmal auf dem Storage, weil er halt nicht mehr merken würde, dass das das Gleiche ist. Deduplizieren gibt es mehrere Fälle. Ihr könnt also innerhalb von eurem Backup-Set deduplizieren. Also wenn ihr einfach auf eurem Filesystem eine Datei irgendwie doppelt rumliegen habt oder einfach irgendwo in viele, viele Nullbytes irgendwo doppelt habt. Also innerhalb des Backup-Sets wird dedupliziert in einem Backup-Lauf. Das ist aber oft nicht so wahnsinnig viel, weil man versucht ja von sich aus schon, dass man Kram nicht unnötig doppelt rumliegen hat. Was stärker auftritt, ist natürlich die historische Deduplizierung, weil wenn ihr jetzt heute ein Backup macht und morgen nochmal ein Backup macht, sind natürlich die meisten Dateien immer noch die gleichen, da ändert sich ja nicht so wahnsinnig viel. Und da kriegt ihr dann unheimlich viele Platzgewinne raus, wenn ihr halt den ganzen Kram nicht nochmal speichert, sondern wenn die Duplikate halt erkannt werden. Und was noch toller ist, wir können sogar Deduplizierung zwischen verschiedenen Maschinen machen. Wenn ihr also mehrere Maschinen in ein Backup-Repository reinpumpt und ihr verschiebt einen Datenbestand von Maschine A nach Maschine B,
dann tut es trotzdem noch deduplizieren, weil der das an den Daten an sich erkennt. Ja. Wie das Ganze gemacht wird, ist folgendermaßen. Also er nimmt einfach eine Datei, schiebt da so einen sogenannten Rolling Hash drüber, also das ist so ein 4 Kilobyte großes Window, das wird da einfach drüber geschoben. Und immer wenn der Hash praktisch auf den letzten paar Bits sagt, okay, ich bin jetzt gerade 0, dann wird praktisch geschnitten. Und dadurch entstehen praktisch Stückchen von euren Dateien und der Schnittpunkt richtet sich halt am Inhalt der Datei. Und dadurch kann also, selbst wenn sich so eine Datei ein bisschen ändert, können halt immer noch ähnliche Stücke entstehen. Also die meisten Stückchen sind immer noch gleich, nur halt da, was sich geändert hat, das passt dann halt nicht mehr. Diese Junker-Parameter, also wie das zerhackt wird, die sind konfigurierbar, also kann man auch so ein bisschen an die Daten anpassen. Und für die paranoiden Leute, also der Junker wird gesiedet. Also man kann nicht an der Größe und Anzahl der Stückchen erkennen, was ihr für Daten habt. Also jeder Junker praktisch, wenn ihr Krypto anmacht, würde praktisch etwas anders zerhacken. Der Storage funktioniert über einen Key-Value-Store. Also es wird einfach von den vom Content her, also von dem Junk-Inhalt, wird ein Hash berechnet. Und das ist dann im einfachsten Fall die Adresse in den Key-Value-Store rein. Macht ja relativ viele Software inzwischen so. Sobald ihr die Krypto anmacht, ist kein normaler Hash mehr. Also das obere ist einfach SHA-256. Wenn ihr die Krypto anmacht, wird ein HMAC benutzt. Das ist dann HMAC SHA-256 momentan. Besonderheit beim HMAC ist, dass da ein Secret Key mit eingeht. Also man kann nicht an den Hashes oder an den HMACs nachher sehen, was ihr für Daten habt. Im ersten Fall kann man das natürlich sehen. Wobei im ersten Fall ist eh nichts verschlüsselt. Da würde man es auch anders sehen. Hier noch kurz der Link. Ist also so wie üblich inzwischen eigentlich auf GitHub. Da gibt es eine Organisation, die heißt Borg Backup. Und da drunter gibt's nochmal ein Repo, dann das heißt Borg und noch so ein paar andere Repos mit anderer Software, die damit zu tun hat. Auf dem IRC haben wir auch einen Channel, auf Freenode heißt dementsprechend auch Borg Backup. Und ab 14.30 Uhr ist im kleinen Workshop-Raum dann eine kleine Projektrundgang, also ich werde mal durch den Code durchgehen. Also wer Python oder C oder Cython programmiert, kann da gerne vorbeikommen. Und ich werde auch generell so ein bisschen einmal quer durchs Projekt durchgehen, also wie wir so Tests machen und so weiter. Also einfach mal so ein kleiner Projektrumgang, richtet sich halt so ein bisschen mehr an Entwickler dann. Um 20 Uhr ist im ZKM-Vortragssaal dann noch ein längerer Talk. Das ist weniger für Entwickler, geht aber dann mehr so ein bisschen auf die Interna vielleicht auch ein und auf die Benutzung. Okay, jetzt noch eine Frage kurz. Wer macht die Orga hier? Haben wir ausreichend Lightning Talks heute oder haben wir Zeit frei? Soll ich gleich noch einen ranhängen? Ich habe noch ein anderes Thema. Ja, okay. Ist auch nicht so lang, das sind wahrscheinlich eher 5 Minuten, keine 15. Aber ich habe gedacht, bevor wir hier alle gelangweilt dann rausgehen nach einer Stunde, mache ich noch einen. Ja. Wenn ich die Präambel von der Datei verändere, also ganz am vorne eine Änderung mache, ja, sieht das dann noch, dass hinten die gleichen Chunks rauskommen? Ja. Ja, das ist der Gag drin. Weil sonst könnte man ja einfach sagen, ich chunk nach Offset. Ja. Ich hack alle 1 Megabyte oder so. Aber dann hast du halt das Problem, wenn sich alles verschiebt, dann hast du verloren. Und dadurch, dass er sich am Content orientiert, wenn sich der Content verschiebt, verschiebt sich halt auch die Hackstelle. Ja. Ja. Und dadurch passt es eigentlich wunderbar. Es ist nicht immer perfekt natürlich, wie der hackt, also er sucht nicht nach der perfekten Stückelung, ja, aber das passt praktisch dann so, ja, durch den Algorithmus halt. Okay, ich habe noch ein anderes Projekt, da hier auch Freifunker und Freifunkinteressierte und so da sind und Leute, die Wireless LANs und so installieren, dachte ich, das könnte ich vielleicht auch noch kurz vorstellen. Und zwar, das ist so entstanden, ich habe einen Anruf gekriegt von einer Frau, die betreibt so, ja, ist jetzt keine Mietwohnung, ist auch kein so ein Hotel, ist so ein Zwischending. Also es sind quasi Zimmer für Leute, die nur einen Monat oder so ein Zimmer brauchen. Ja. Also so Kurzzeitmiete nennt man es, glaube ich. Und die haben dann das Problem, die können sich natürlich keinen eigenen DSL-Anschluss beauftragen, weil das klappt einfach vom Timing her nicht und Mindestvertragslaufzeit. Also die Vermieterin muss praktisch den Leuten ein WLAN zur Verfügung stellen und da könnt ihr euch ja schon vorstellen, was das nächste Problem dann ist. Ja.
Störerhaftung. Wenn die Mieter dann halt irgendeinen Mist machen im Internet oder irgendwas, was vielleicht nicht so ganz legal ist oder zumindest umstritten ist, dann kriegt halt die Vermieterin irgendwelche böse Briefe von irgendwelchen Rechtsanwälten und kann überhaupt nicht beurteilen, ob das überhaupt stimmt. Manche haben ja auch schon so Briefe verschickt, ohne da überhaupt einen Anlass zu haben. Und also selbst wenn man annehmen würde, dass es stimmt, wüsste sie nicht, welcher Mieter war das jetzt. Und dann bleibt da eigentlich fast nur übrig, okay, entweder machst du jetzt einen Gerichtsprozess oder zahlst es halt einfach. Und das will man also nicht haben, weil da entsteht halt immer ein Haufen Ärger, ein Haufen Arbeitsaufwand, ein Haufen Kosten. Und man will natürlich auch die Leute nicht vom Internet abschneiden, weil wenn die da in der Wohnung kein Internet haben, sind die halt unglücklich. Die hat es am Anfang so gemacht, die hat einfach ihr normales eigenes WLAN offen gelassen, aber das ist nicht lange gut gegangen. Die hat dann durchaus kurz danach schon irgendwie 1.000, 2.000 Euro Kosten irgendwo gehabt durch irgendeinen Mist halt. Ja. Übergangsweise hat er mir dann einen Freifunkrouter installiert, also nur so als Minimallösung, die man halt schnell machen kann. Das Problem war dann aber, wenn ihr 10 Mieter habt und einen TP-Link, billig Freifunkrouter, das sind halt 10 Megabit durch 10, also das macht die Leute dann auch nicht wirklich glücklich. Ja. Und von daher war da also eine viel schnellere Lösung gefragt. Und ich habe mir am Anfang überlegt, das mit Freifunk zu machen, aber da gab es dann im Prinzip zu viele Fragezeichen. Ihr wisst ja, da kann man natürlich so einen Offloader oder sowas installieren. Aber es war dann ein bisschen unklar, ob es überhaupt gewollt ist vom Freifunkprojekt, dass da also quasi jemand, der sowas kommerziell betreibt, da sich irgendwie reinhängt und da 100 Megabit reinpumpt oder so. Die Performance, die man nachher kriegen würde, war auch nicht so ganz klar, wenn man da jetzt also so einen Kabel-BW-Anschluss mit 150 Megabit macht, ob man den überhaupt auslasten kann oder ob man dann immer nur noch 10 Megabit oder so hat. Also das war alles ein bisschen unklar. Und deshalb habe ich da praktisch eine andere Lösung entwickelt, die ein bisschen flexibler ist. Und ich tue das jetzt so von außen nach innen mal kurz erzählen. Also ich habe praktisch Freifunk ohne Meshing im Prinzip so ein bisschen nachgebaut. Die äußere Komponente ist ein VPN. Und im Prinzip kann man sich ja dann einen VPN-Provider raussuchen. Gibt es ja viele im Internet, so ab ein paar Euro bis ein paar mehr Euro halt. Viele benutzen OpenVPN. Und wenn man im Prinzip mit einem Provider nicht glücklich wäre, ja, könnte man dort auch wieder kündigen und sich einen anderen Provider nehmen, der dann vielleicht irgendwie schneller oder besser ist oder so. Das ist ein bisschen das Problem bei Freifunk. Wenn man Freifunk halt installiert, Infrastruktur, dann ist man halt irgendwo auch auf Freifunk festgelegt. Da kann ich nicht einfach sagen, ich will jetzt gern kurz mal da ein anderes VPN haben oder sowas. Was man auch machen kann, ist, dass man halt dann mehrere VPN-Tunnel aufbaut. Wenn man zum Beispiel so einen Dual-Core-Prozessor hat mit Hyper-Threading und so, kann man da auch so ein ganz primitives Load-Balancing machen, weil ein paar Leute tun dann den einen Tunnel benutzen, ein paar andere Leute benutzen den anderen Tunnel. Und das OpenVPN ist ja jeweils ein Prozess, also das verteilt sich dann so ein bisschen. Was man auch machen kann, sind VPN-Tunnel in verschiedene Länder. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie einen Flug buchen wollt oder Homebanking machen wollt oder bei Amazon was kaufen wollt, irgendwie sowas, ja, dann wollt ihr vielleicht nicht über den rumänischen Tunnel kommen, weil sonst meinen die irgendwie, ihr seid böse und so und ihr gehört hier nicht rein und so. Deshalb kann man dann halt ein VPN mit dem deutschen Endpunkt machen, dass das alles irgendwo so halbwegs normal aussieht. Und man kann dann noch ein zweites VPN machen, wo zum Beispiel in den USA rauskommt. Das ist dann bei YouTube vielleicht ganz praktisch, dass man nicht immer dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar, Meldung kriegt. Und ich habe dann noch einen nach Rumänien gemacht, weil der VPN-Provider, den ich rausgesucht habe, halt seinen Hauptsitz in Rumänien hat. Und dadurch hat dann praktisch der Anwender die Wahl, welchen Tunnel er sich raussucht. Man könnte sogar natürlich verschiedene Provider nehmen, wenn man irgendwie jetzt der Stabilität von einem Provider nicht so ganz traut, könnte man also quasi Kunde bei zweien werden und da halt mehrere Tunnel dann machen. Also das ist so die externe Komponente. Man muss dann natürlich auch gucken, dass das Ding schnell genug ist. Also wenn ich jetzt einen super schnellen Internetanschluss habe, bringt mir das Ganze nichts, wenn ich dann nachher ein lahmes VPN drauf habe. Ja. Dann der nächste Schritt weiter nach innen ist natürlich euer Gateway. Und gerade bei diesen typischen TP-Link 20 Euro Routern, da sieht man ja, da ist halt bei 10 Megabit Ende, weil halt diese MIPS-CPU einfach nicht mehr VPN-Durchsatz schafft. Ja. Und deshalb habe ich einfach da mal ein gebrauchtes ThinkPad genommen und es auch so rausgesucht, dass es einen Prozessor hat, wo AES-Beschleunigung hat. Weil dann kann man bei OpenVPN
Das benutzt ja im Endeffekt OpenSSL. Und also diese CPU-Hardware-Beschleunigung, die wird dann auch benutzt und schafft halt deutlich mehr Durchsatz, wie wenn man alles auf dem Prozessor rechnet. Was auch praktisch ist, wenn man so ein Notebook nimmt, man hat halt Tastatur, Bildschirm und Touchpoint, hat man alles dabei. Also man muss jetzt nicht irgendwo Platz vor Ort haben, um jetzt einen Tower hinzustellen und einen TFT hinzustellen und eine Tastatur und Maus und tralala. Weil es kann ja mal sein, dass irgendwie mit dem Internet ein Problem gibt oder SSH nicht mehr tut und dass man wirklich vor Ort was machen muss. Also da ist natürlich so ein kleines 12-Zoll-Laptop ganz praktisch. Das kann man irgendwo kurz verstauen und hat dann alles zur Hand, was man im Zweifelsfall braucht. Ein Ziel war auch, über 100 Megabit VPN-Durchsatz zu kriegen. Weil wir haben halt einen Anschluss, einen Internetanschluss bestellt, wo 150 Mbit hat. Und man will den natürlich halbwegs ausnutzen, sonst wäre es irgendwie vergebene Liebesmüh. Wenn ihr so ein gebrauchtes Notebook kauft, was auch ganz praktisch ist, ihr habt reichlich RAM drin, also selbst wenn das Ding 5 Jahre alt ist, habt ihr mindestens 2 GB RAM drin, also da kann man so ein bisschen was machen. Die alte gebrauchte Platte schmeißt man einfach raus, macht eine kleine SSD rein. Gigabit LAN ist vor 5 Jahren auch schon üblich gewesen, das normale interne LAN vom Notebook. Und was man dann einfach macht, wenn man so einen Router macht, will man auch ein zweites Interface haben, so zur Einfachheit. Man macht dann einfach das externe Interface als USB. Und an dem Notebook war es ein bisschen Haken, der hat natürlich nur USB 2, der ist zu alt für USB 3. Aber das macht in dem Fall nichts aus, weil das ist ja das externe Interface. Und da müsst ihr also nicht jetzt ein Gigabit erreichen, sondern 300 Megabit oder sowas reichen da auch üblicherweise. Was auch nett ist, so ein Notebook hat einen Akku. Das heißt, wenn man irgendwo kurz der Strom runterbricht, habt ihr praktisch automatisch eine USV drin. Und man kann das auch dann im Prinzip wie eine USV programmieren, dass der halt noch 3 Minuten weiterläuft und dann einfach einen Shutdown einleitet automatisch. Ja. Dann vermeidet man also, dass wenn da irgendeiner einen Stecker zieht oder Stromausfall ist oder so, dass es halt blöd runterbricht. Noch ein Vorteil, wenn man so ein kleines Notebook hat und jetzt nicht nur so ein Raspberry Pi oder MIPS-CPU mit wenig RAM, ihr könnt auch durchaus was Größeres installieren. Also wenn ihr zum Beispiel so Ubiquiti Access Points verwendet, die brauchen ja einen Rechner, wo man die Controller-Software drauf macht. Und die Controller-Software ist halt in Java. Und das will halt so ein bisschen Ressourcen haben. Also so ein Gigabyte oder so ist da, glaube ich, das Minimum. Also dadurch kann man praktisch das auch mehrfach verwenden, dann diese Hardware. Zur Software, das ist relativ simpel, wenn man sich's genau überlegt. Halt irgendein brauchbares Linux. Dann braucht ihr natürlich OpenVPN, um die Tunnel aufzubauen. IP-Tables, also ich habe es in Form von Ferm benutzt. Ferm ist ja quasi so ja wie eine Art Makrosprache für IP-Tables, dass es ein bisschen komfortabler ist. Also damit könnt ihr halt dann die Firewall-Rules machen und die Pakete halt auseinander dividieren. Und IP-Route braucht man halt, um die Routing-Tabellen entsprechend zu modifizieren. Das Ganze benutzt dann auch VLANs, also im internen Netzwerk, um praktisch die verschiedenen VPN oder um die verschiedenen Datenströme auseinanderzuhalten, die dann in die verschiedenen VPNs rein sollen. Ein DHCP-Server, ein Name-Server habe ich auch drauf gemacht, lokal. Dann halt, dass es Debian aktuell bleibt, unattended Updates drauf, dass er sich regelmäßig seine Sicherheitsupdates holt und halt, was ihr sonst so alles braucht, also vielleicht ein dünn DNS-Client und ein SSH-Daemon und so weiter. Und das IP-Tables guckt dann im Prinzip, oder der Kernel guckt dann im Prinzip, über welches VLAN kam das Paket rein. Und wenn der halt sieht, okay, VLAN Nummer 1 oder Nummer 10, sage ich mal, dann weiß er halt, okay, das soll ins erste VPN. Wenn er sieht, okay, das kommt über VLAN 20 rein, dann sieht er, ach, das soll ins zweite VPN. Wenn er sieht, das kommt über VLAN 30 rein, dann packt er es ins dritte VPN rein. Also generell alles, was da irgendwie von innen kommt, wird alles in VPNs gepackt. So gut wie nichts geht direkt ins Internet raus. Was man dann halt braucht, sind entsprechend halt VLAN-fähige Switches. Aber gut, ihr dürft halt nicht die ganz billigsten nehmen, ihr müsst so die zweitbilligsten nehmen, kosten also auch heutzutage nicht die Welt. Was man auch machen kann, wenn man so einen TP-Link-Router verwenden will, der hat auch einen VLAN-fähigen Switch drin, also den kann man auch nehmen. Der Gag ist dann halt der Anwender kann halt, wenn er diese verschiedenen Switch-Port hat, je nachdem, wo er sein Kabel reinsteckt, sucht er sich damit praktisch das VPN raus. Also wenn er es in Port 1 reinsteckt, kommt er halt in den USA raus. Wenn er es in Port 2 reinsteckt, kommt er in Deutschland raus.
Dieser TP-Link wird übrigens nur als Access Point und Switch benutzt. Der macht nichts mit Routing und nichts mit VPN oder so. Wenn ihr WLAN machen wollt, entsprechen natürlich auch Access Points. Entweder auch auf dem TP-Link machen, die halt als Access Point betreiben. Wenn ihr das WLAN dann bridgen tut auf einen entsprechenden LAN-Port, kriegt es die gleiche VLAN-ID. Also damit hat man automatisch das VLAN-Tagging. Oder man nimmt halt zum Beispiel so Ubiquiti-Hardware oder ähnliches von anderen Herstellern. Das ist so Enterprise-Hardware, da kann man also einfach die VLAN-Nummer eintragen und kann halt ein bestimmtes WLAN-Netzwerk dann auf ein bestimmtes VLAN draufleiten. Und der Sinn ist einfach der, dass man nachher eine bestimmte WLAN-Kennung hat, die kriegt einen bestimmten Tag und dadurch landet sie in einem bestimmten VPN in einem bestimmten Land. Liegt auch auf GitHub, ist noch keine Organisation, weil bisher haben es nicht viele Leute gefunden, aber heißt VPN-GW, also wie VPN-Gateway. Ja. Also wenn ihr mal sowas selber basteln wollt, könnt ihr euch hier ein paar Stunden Zeit sparen, weil das war ein bisschen gefrickelt, bis das so alles harmoniert hat. Und ja, Pull-Requests sind willkommen. Okay, das war's soweit. Dann danke erstmal. Und wer Lust hat, wie gesagt, sind noch zwei andere Veranstaltungen. Mit Übergang. Spiegelt's mal doch lieber. Okay, hi, ich bin Nülki und ich erzähle euch jetzt was über L-Systeme, was man damit im Browser machen kann und warum ich eine Bibliothek geschrieben habe, um mehr zu machen, als man sonst in Implementierung findet. Für alle, die nicht wissen, was L-Systeme sind oder Lindenmeier-Systeme, gibt's eine ganz knappe Einführung und für alle anderen nochmal eine kurze Auffrischung. L-Systeme sind relativ alt mittlerweile, ein altes Konzept, wurde von Aristide Lindenmeier 1968 entwickelt und sind Ersetzungssysteme. Du kannst damit relativ gut bestimmte biologische Prozesse simulieren oder auch modellieren, zum Beispiel Bäume, Zellwachstum und so weiter, aber eignet sich auch hervorragend für Fraktale wie Kochkurven und so weiter. Im Prinzip startet man mit einem Anfangswort, einem Axiom oder Initiator und wendet dann immer weiter Produktionen an, die das jeweilige Zeichen ersetzen mit einer neuen Kette. Das sieht dann so aus, also zum Beispiel wir haben ein Axiom F und eine Produktion von F nach f minus f plus plus f minus f. Und die erste Iteration wäre halt genau dieser String, weil aus dem f der String produziert wird. Und nach der zweiten ist es dann halt komplexer, weil jedes weitere f eben wieder ersetzt wird. Genau. Und was üblich ist, dass man das mit der sogenannten, Turtle Graphic visualisiert, dass zum Beispiel, also man muss sich vorstellen, dass eine Schildkröte auf dem Boden den Weg abläuft und das F
eine Linie zeichnet, beziehungsweise die Schildkröte läuft einen gewissen Weg. Das Plus, dabei dreht sich die Schildkröte, bei Minus dreht sich in die andere Richtung. Und hier ist ein Beispiel. Wir laufen, dann drehen wir uns zum Beispiel 45 Grad, laufen dann weiter. Wir haben uns gedreht, deswegen verläuft die Kurve in einem Winkel. Dann drehen wir uns einmal 45 Grad, das erste Plus, zweites Plus nochmal, laufen, drehen uns wieder und laufen. So, das sieht dann so aus. Und jetzt zeige ich euch, was man so im Browser mitmachen kann. Genau, da sind wir wieder. Und das ist der erste Teil einer Kochkurve oder der Koch-Schneeflocke. Und wir sehen hier, hier ist das Axiom F. Und wir könnten jetzt natürlich ich sehe es hier, aber Moment. Also man könnte jetzt fortfahren und das ergänzen und dann jeweils weiter iterieren und kriegt dann halt die entsprechenden Fraktale und kann die Rotation natürlich ändern. Und vielleicht will man ja auch gar keine Kochkurve haben, sondern eine Linie, die dann abbiegt. Die würde dann abbiegen. Und man kann das dann halt natürlich dann beliebig oft fortführen. So. Aber das meiste, was man so findet an Bibliotheken oder Implementierung, die EL-Systeme umsetzen, fokussieren sich wirklich auf diese Turtle-Graphic-Interpretierung. Und was aber schön wäre und eigentlich auch in der ursprünglichen Idee von Lindmeier schon beinhaltet, ist, dass man stochastische Lindmeier-Systeme erstellen kann, also wo Zufallswerte eine Rolle spielen und so weiter. Und das war mir wichtig, oder ich wollte es zumindest mal ausprobieren und kann sozusagen, also hier haben wir eine, hier haben wir ein ganz einfaches Beispiel, eine Linie F, so, wenn wir 2F haben, dann ist sie natürlich länger, aber vielleicht wollen wir ja, dass die Linie nur zu 30% der Fälle nach links läuft, dann wollen wir vielleicht keine Produktion, die nach F zu F geht, sondern eben zu 30% nach F und ansonsten dann vielleicht nach F plus F. Richtig, danke. Entsprechend oft. Vorführungseffekt. Math.random. So. Das ist natürlich jetzt irgendwie wenig spektakulär. Das ist vielleicht schon interessanter. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Und stochastische L-Systeme kann man hervorragend benutzen, um halt irgendwie sowas wie Bäume, die halt sonst langweilig aussehen, wenn du halt irgendwie einen Wald hast, voller gleich aussehender Bäume, sieht es halt irgendwann, dann ist es ist halt wie so ein Kacheleffekt, wenn du es halt irgendwie von oben aus betrachtest. Und deswegen kann man das halt auch irgendwie schön variieren
Und eben nämlich dann auch die Strichdicken dann quasi auch bei jeder Abzweigung auch größer und kleiner machen und theoretisch auch mit der Farbe variieren. Und in 3D geht es dann potenziell auch. Das ist nicht wirklich ein Baum, das ist mehr so eine Grasgruppe, Strauchgruppe. Habe ich auch nur gestern ein bisschen zusammengehackt, deswegen ist auch noch nicht die Dicke drin oder so, aber ihr versteht das Prinzip. Also wenn man erstmal ein L-System hat, kann man das natürlich dann beliebig oft anwenden, um halt prozedural bestimmte Objekte zu erzeugen. Und das ist ja bestimmt ganz praktisch für Spiele im Browser oder Simulation oder was auch immer. Oder einfach Kunst oder was weiß ich. Man kann aber auch Sound mitmachen. Ich wollte halt nicht nur diese klassischen Turtle-Graphics ausprobieren, sondern was ist, wenn man irgendwie was ganz anderes machen will wie Sound? Muss ich hier ranstecken. Wie ist denn jetzt mit dem Sound? Gibt es eine Klinke? Oder ist das eh über? Weiß, glaube ich. Ah ja, hab schon. Wird sich gleich nicht sehr schön anhören, weil ich habe von Musik keine Ahnung. Ich habe jetzt eine MIDI-Bibliothek benutzt, um MIDI-Töne zu erzeugen. Und es klingt irgendwie, aber es klingt vielleicht noch nicht nach Musik, aber wir generieren mal ein neues. Kurze Erklärung. Die eckigen Klammern, die sind auch in dem Werk von 1998 oder 96 und in den 90ern definiert und sind Abzweigungen. Also eine eckige Klammer erzeugt eine Abzweigung und schließt sie dann wieder. Und in dem Fall dachte ich mir, dass wenn eine Abzweigung erzeugt wird, wird quasi alle Noten, die in der Abzweigung sind, parallel gespielt zu den weiteren. Na, ich mache einfach mal an. Wunderbar. Kommt noch was. Und meine Produktionen sehen im Prinzip so aus. Also ich fange irgendwie mit den Noten. Also ich hab von Musik wenig Ahnung, obwohl ich mal in der Musikschule früher war. War ein bisschen faul, aber egal. Ich dachte mir, ich modelliere Notenwerte, die Tonleiter Dur und fange mit CD an. Wobei darauf dann ein E folgen soll und dann ein E, also irgendwie fast ein Akkord, wobei C, E und G am Anfang gleichzeitig gespielt werden und dann kommt das D erst. Dann kann man das mit den Branches vielleicht verstehen, wie das funktioniert. Und beim C wird halt, seht ihr, dass irgendwie 30% wird dann halt C+ erzeugt, dann C- oder ein CD und Plus geht eine Oktave höher und bei Minus eine Oktave tiefer und dadurch gibt es dann so ein bisschen Variation im Sound. So. Das war's eigentlich schon. Was ich zeigen wollte, wenn ihr andere Ideen habt, was man mit Lindenmeier-System machen kann, dann geht doch einfach dahin und schreibt ein Beispiel oder guckt euch die Issues an. Ich habe also bei ein paar Sachen da muss ich noch rumfeilen und es wäre praktisch, wenn da Leute mal rüber gucken könnten. Und ansonsten bei Twitter oder per Mail könnt ihr mich erreichen. Danke.
Felix, haben wir ein DisplayPort? Ja. In der Tüte, wunderbar, super. Nehmen wir doch einfach mal das. DVI. Wo ist denn das HDMI? Was? Na, ist ein HDMI. Ja, ja, ja. Haben wir auch noch einen Adapter? Dann machen wir auf Adapter oder? Ich nehme, was ich kriegen kann, adaptertechnisch. Ich glaube, du hast irgendwas. Ich habe auch ein VGA. Ich reiß dir mal rüber. Vielen Dank. Schauen wir mal. Ja, macht jetzt irgendwas. Oh, ich guck mal. Ja, ihr seht weiß, sehr schön. Das ist schon mal ein Anfang. Ah ja, ich spiegel. Ja, vielleicht besser. Es ist Vortragssetup, ist spitze hier. Ja, passt. So, jetzt wird es ein bisschen untechnischer. Hoffentlich trotzdem interessant. Ich wollte was über das Digital Refugee Labs erzählen. Das und die Digital Refugee Labs. Na, schlimmer Name. Kurz mal, wer wir sind, um was geht's? Ein bisschen Einleitung. Es gibt die Open Knowledge Foundation, weiß nicht, kennt die vielleicht der eine oder andere hier, die machen zum Beispiel Frag den Staat. Die haben so ein Projekt, das nennt sich Code for Germany, da gibt es verschiedene Labs in Deutschland. Ich habe später auch nochmal eine Karte, sodass man sich lokal ein bisschen einordnen kann, wo vielleicht ein Lab in der Nähe wäre, wenn man sich dafür interessiert. Und ein Lab davon ist hier in Karlsruhe, da hänge ich manchmal rum oder engagiere ich mich, muss man so auszudrücken. Und im Endeffekt geht es darum, was wollen wir machen? Wir wollen offenes Wissen verbreiten, wir wollen offene Daten fördern, wir wollen für Transparenz sorgen dadurch und Beteiligung, also vor allem Bürgerbeteiligung, stärken und unterstützen. Deshalb machen wir so Dinge bisher wie Lab-Meetups, das heißt, wir treffen uns, diskutieren über das, stoßen Projekte an. Es gibt ein Projekt, das zum Beispiel, das nennt sich Wo ist Markt? Das gibt es mittlerweile für einige Städte, da kann man abrufen, wo Wochenmärkte sind. Es gibt ein Feinstaubprojekt von Stuttgart, das ist ziemlich nett, wo man sieht, wie ist die Feinstaubbelastung bei mir in der Gegend. Und solche Dinge laufen da, wir machen Hackathons, wir machen Vorträge, wir machen was zum Open Data Day, in dem wir informieren. Also so alles rum so um Open Data, das ist so unser Thema, mit dem wir uns in unserer Freizeit beschäftigen. Jetzt ist es so, die Open Knowledge Foundation hat einen Projektantrag eingereicht bei der Bundeszentrale für politische Bildung, um was im Bereich Flüchtlinge zu machen und entsprechend mit den Labs, die es ja schon gibt, da auch sich sozial zu engagieren und vielleicht das Knowledge, die Fähigkeiten, die man da hat, mal einzubringen und neben Spaßprojekten oder interessanten Projekten vielleicht auch mal ein paar zu machen, die noch eine Auswirkung haben darüber hinaus und die vielleicht auch sinnig einem weiterhelfen oder anderen weiterhelfen. Und so ein bisschen Mission Statement ist das hier, also digitale Hilfsmittel und kreative Ansätze für Hilfsorganisationen und Flüchtlinge. Das ist das, was in den Refugee Labs rauskommen soll. Und Schwerpunkte sind da so Dinge wie Vernetzung von lokalen Initiativen, Vermittlung von technischen Fähigkeiten, also da kommen dann die Personen rein, so wie ich, die irgendwie irgendwas mit Computer können und das vielleicht jemand zeigen könnten oder Wissen weitergeben könnten. Es geht um die Neu- und Weiterentwicklung von Tools, also es geht nicht nur darum, das Rad neu zu erfinden, sondern vielleicht auch Bestehendes weiterzuentwickeln, zu unterstützen, aufzuräumen, zu verbessern. Und verschiedene Bereiche stehen da drin im Projektantrag, die auch dann so später in Angriff genommen werden, nämlich Arbeit und Kommunikation von diesen Institutionen und Gruppen, die Verteilung von Ressourcen, weil das ist auch ein Punkt, der dann in Gesprächen immer wieder rauskam. Man hat Ressourcen, zum Beispiel Personen natürlich, aber auch wirklich Ressourcen spenden. Und jetzt lagern irgendwo ganz viele Hygieneartikel, die man irgendeine Drogeriekette gespendet hat und woanders braucht man die. Und es ist sehr schwer, das zu koordinieren, weil es eben keine Strukturen gibt, weil es auch keine Programme gibt und manchmal auch die Vernetzung nicht so gut ist, dass man da untereinander sich austauscht. Und ein dritter Punkt ist Zusammenarbeit mit Behörden. Weil das Ganze ist natürlich nicht im luftleeren Raum. Es gibt Dinge, die können Freiwillige machen, es gibt Dinge, die können Initiativen machen.
aber viele Dinge werden sollen und können ja nur vom Staat bereitgestellt werden. Dementsprechend muss man sich auch mit denen koordinieren. Und da existiert bisher auch sehr wenig. Da ist eigentlich eine große Lücke, in der man was machen könnte. Und Open Data ist auch ein Punkt, weil das ist ja generell unser großes Thema in den Labs. Und es gibt Daten, die man auch sinnvoll nutzen könnte, auch zum Thema Flüchtlinge, aber an die kommt man oft schlecht ran oder die wertet einfach niemand aus. Das liegt zum einen daran, weil man keine guten Schnittstellen hat, weil so eine klassische Schnittstelle, auf die wir stoßen, ist, da gibt's ein PDF. Und das PDF ist 2 Jahre alt und wenn man dann eine Mail hinschreibt, heißt, ah ja, wir haben eins von letztes Jahr. Und dann nimmt man das PDF und versucht es zu parsen, damit man eben nicht jedes Mal händisch die Daten raussuchen muss oder irgendwelche Leute sich die händisch raussuchen müssen, sondern die irgendwie abrufen können über eine Anwendung. Und Teil von dem Projekt ist halt auch wirklich Informationen, die irgendwo existieren, aber vergraben sind, leichter bereitzustellen. So groben Aufbau, also es geht hier nicht nur um Karlsruhe, es gibt insgesamt 4 Labs, die innerhalb von diesem Digital Refugee Labs Projekt Standorte sind, um das durchzuführen. Es gibt schöne Trennlinien, sehr schön. Es gibt auch noch andere OK-Labs, wie erwähnt, in ganz Deutschland. Ich habe gleich nochmal eine Karte. Die sind da jetzt nicht speziell in diesem Projekt dabei, aber es ist abzusehen, dass die natürlich interessante Projekte, die da laufen, auch übernehmen oder sich mit engagieren. Wir haben interdisziplinäre Teams, was eigentlich nicht mit so viel Bindestrichen hier stehen sollte. Im Endeffekt geht's einfach nur darum, es ist schwer, eine gute Anwendung für die Institutionen, für die Flüchtlinge, für irgendwelche Hilfsorganisationen zu machen, wenn man sich als Informatiker und vielleicht noch als Designer reinsetzt und sagt, ich denke, die brauchen A, ich mache jetzt mal. Im Endeffekt kann das nur funktionieren, wenn man sich mit den Leuten zusammensetzt, mit denen redet, was sie brauchen, immer wieder Rücksprache mit denen hält, immer wieder diskutiert und einfach nach dem Bedarf arbeitet und nach dem, was die Menschen brauchen, nicht nach dem, was man denkt, was an Bedarf da ist. Und deshalb interdisziplinär Teams aus verschiedenen Bereichen, Menschen mit verschiedenem Hintergrund zusammenbringen. Formal geht das Projekt 6 Monate, formal deshalb, weil wir wollen natürlich nicht danach aufhören. Im Endeffekt ist es so, es gibt einen Projektantrag und es gibt ein Projekt, das offiziell 6 Monate geht, das halt so einen festen Rahmen hat, dass man ein bisschen was hat, an dem man sich entlanghangelt und danach soll es hoffentlich mit den Projekten weitergehen. Und die sollen schon vorher vielleicht schon eingesetzt werden und danach spätestens soweit sein. Koordiniert wird es durch die Open Knowledge Foundation, gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung, aber nicht so riesig, aber nicht für alles ist Geld, so viel Geld da. Eine Karte, genau. Es gibt, wie gesagt, 4 Labs. Aufmerksame Beobachter werden merken, dass es 5 grüne Marker gibt. Das liegt daran, es gibt einmal das Lab Hamburg, Berlin, Karlsruhe und Leipzig, Dresden sind ein Standort zusammen, die machen das zusammen. Und wenn jemand generell Interesse hat so an Open Knowledge, Open Data, die roten Marker sind die anderen Labs, die es gibt, die jetzt nicht in diesem speziellen Projekt dabei sind, aber die sich mit dem Thema beschäftigen. Also wenn da euch interessiert, sind nicht überall in Deutschland so gut verbreitet, aber es gibt schon ein paar Gebiete, wo es sehr viele gibt und wo man sich sehr schön engagieren kann, auch in wirklich sehr coolen Projekten. Kurz ein bisschen was zum Ablauf. Wir machen einen Kickoff für die, die in Karlsruhe beheimatet sind und Bock haben mitzumachen. 2. Juli geht's los. Wir haben dann Umsetzungsphase mit Arbeitstreffen, also so, wir machen halt Projekte, um es mal so primitiv auszudrücken. Wir werden Expertenvorträge machen, weil das ist auch schon rauskommen. Den Hilfsorganisationen oder den Mitarbeitern dort, denen fehlt es zum Teil einfach bei manchen Sachen an Wissen. Auch an technischem Know-how oder an, wie kann man's, was für Wege gibt es überhaupt zu kommunizieren, außer vielleicht E-Mails, die man massenhaft rumschickt. Also wirklich teilweise sehr grundsätzliche Sachen. Da wollen wir ein bisschen was machen, auch wie man da vielleicht selber sich Wissen aufbauen kann von den Organisationen. Wir machen Trainingssessions, wo man vielleicht auch mal mit Tools oder mit irgendwas mal zeigen, wie kann man die benutzen. Es gibt so eine Ergebnispräsentation / Abschlussveranstaltung, in der wir die Ergebnisse zeigen wollen und die eigentlich den Sinn hat, dass man sieht, ist ein Stand erreicht, den man benutzen kann oder müssen wir noch nachhaken dann nach Ende von dem Projekt. Und es gibt 3 Punkte, das heißt nämlich, wir wollen natürlich mehr machen. Am besten so viel wie möglich, was halt immer davon abhängig ist, wie viele Leute es gibt, die was machen, die sich engagieren, weil wie bei allem, wenn man niemanden hat, der was macht, dann läuft auch nichts. Status quo, das Ganze ist noch am Anfang, wie gesagt, 2. Juli ist Kickoff in Karlsruhe, der erste Kickoff ist in Hamburg, glaube ich, Ende Mai, also niemand hat so richtig angefangen bisher, das ist alles noch ein großes Versprechen ohne Inhalt. Was wir in Karlsruhe jetzt schon gemacht haben, ist, wir haben Kontakte mit Organisationen aufgebaut, so Flüchtlingshilfe, AWO, Caritas, alle möglichen Organisationen, die in Karlsruhe sich bei einem Thema engagieren.
Wir haben Interviews mit denen geführt, ausgetauscht, die mit denen einfach mal unterhalten, die einfach mal eine Stunde, zwei mit denen geredet und die gefragt, was braucht ihr überhaupt, was sind eure Probleme jetzt in Bezug auf, wo können unser Themenfeld digital, digitales Anwendungssoftware-Tools, weil klar, mit Software kann man nicht jedes Problem lösen, aber wenn es da Probleme gibt, könnte man vielleicht mal was machen. Wir haben Kickoff vorbereitet und wir sind gerade dran, so ein paar Projektideen, die aus diesen Interviews entstanden sind, auszuarbeiten in erste richtige Ideen, die man dann auch umsetzen kann. Im Endeffekt, was ich sagen will, ist, ich stehe hier eigentlich nur, um Werbung zu machen. Mehr habe ich eigentlich gar nicht vor. Ganz uneigennützig, weil ich möchte das nicht mit den Leuten, die was sind, wir sind so Hadaken 8 bis 10, 12, möchte das nicht nur mit denen machen, sondern mit so vielen Leuten wie möglich. Von daher, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn das jemand interessiert und sagt, ja, ich kann da was und ich würde mich vielleicht auch engagieren in irgendwas, wo was rauskommt, wo ich vielleicht echt Menschen helfen kann, die es nötig haben, dass man jetzt mitmacht. Ein paar Termine noch, habe ich ja schon jetzt mehrfach eingeworfen. 2. Juli, Kickoff-Veranstaltung hier in Karlsruhe. Da gibt's so Dinge wie Vorträge, Kennenlernen, Ideenfindung für weitere Projekte. Also wer Lust hat, kann da einfach vorbeikommen. Wir haben auch ein Anmeldeformular, habt gleich noch einen Link. Wir haben normale Treffen, also neben, wir machen zusätzlich jetzt Treffen für das Refugee Lab, aber wir machen auch normale Treffen. Das nächste ist am 20. Juni. Da reden wir dann sowohl über das Lab wie auch über unsere anderen Themen und generell über Open Data. Ich habe euch noch ein paar Links hingeknallt. Also das erste ist mal so eine Übersicht, wo man noch viel besser, viel verständlicher und wahrscheinlich auch viel ausführlicher steht, um was es da überhaupt geht in den Labs. Dann unsere Seite für einen Code für Karlsruhe. Und wir haben eine Meetup-Gruppe. Wenn jemand sich anmelden will für die Termine, kann er da sich einfach anmelden. Dann können wir ein bisschen abschätzen, wie viele Leute wohl kommen werden. So viel dazu. Dann noch zwei kleine Service-Hinweise, die ich heute im Fahrplan entdeckt habe oder gestern im Fahrplan entdeckt habe. Jetzt, faktisch fast jetzt, gibt's von Freifunk für Geflüchtete im ZKM-Vortragssaal, in dem die was erzählen. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt um 17 Uhr, der wurde verschoben, war erst 17:45 ein Vortrag von der Flüchtlingshilfe in Baden-Württemberg, wo sie sich auch im Freifunkslot, wo sie sich auch über das Thema wohl unterhalten. Also ich werde hingehen, mir das auch mal anhören, was die vorhaben. Vernetzung kann nicht schaden. Und wenn es interessiert, kommt doch vielleicht auch vorbei. Und damit wäre ich dann auch schon durch. Hat jemand Fragen, Interesse? Möchte jemand mich später ansprechen, könnt ihr mich auch einfach anhauen. Ich hänge bis Sonntag auf jeden Fall noch hier rum. Danke. Fragen waren keine, oder? Ja, traut sich eh niemand. Ja, VR ist am besten. Du schickst schon was? Ah, bisschen verschoben, aber egal. Also, ich halte jetzt einen kleinen Lightning-Talk über Windshape is not just a board computer. Nur kurz über mich. Ich heiße Nikolaus Schreiber, studiere KIT hier Informatik im vierten Semester. Und das Projekt Windshape war das PSE-Projekt. Das heißt, jeder Informatiker am KIT muss so ein kleines Programmierprojekt mit ein paar Leuten zusammen machen. Und die Leute, die mit denen ich es gemacht habe, stehen da unten drunter. Also, unsere Aufgabe bei dem PSD-Winter-Projekt war es, einen Datendealer zu schreiben. Wir hatten erstmal wenig Ahnung von, was soll ein Datendealer sein, und haben uns gedacht, okay, wir brauchen Daten, wo gibt's die denn? Dann, natürlich gibt's überall im Internet Daten und anderes Zeug, aber wir haben uns gedacht, okay, wir holen uns mal die Daten von irgendwelchen Sensoren. Dann eben so, okay, Sensoren sind meistens in Technik drin und
Technik, die jeder hier so rumstehen hat oder immer dabei hat, ist eigentlich ein Smartphone. Aber die meiste Sensorik in Smartphones werden eben schon irgendwo benutzt. Die kann man sich schon irgendwo anschauen. Aber eben Sensorik in Geräten, die noch sehr weniger sich wirklich anschauen, ist eigentlich in einem Auto drin. Die wird überall eigentlich auch in dem Auto intern benutzt, aber man selbst sieht da eigentlich nirgendwo irgendwo Daten. Und deswegen wollten wir eben einen Bordcomputer bauen. Genau, und so als Umfang von diesem Datendealer haben wir uns gedacht, okay, wir wollen dann irgendwie Live-Daten auf dem Smartphone anzeigen, eben irgendwie über ein WLAN-Netzwerk bekommen oder irgendwoher wollen wir irgendwie Live-Daten bekommen. Und es wäre auch nicht, wenn wir die irgendwie speichern können, um sie später nochmal anzuschauen oder ja, deswegen eine Datenbank. Und wenn wir eben dann die Daten schon mal haben, wenn wir dann zum Beispiel die Geschwindigkeit haben, dann können wir auch gleich noch mit den Daten Zeug berechnen, wie lange fahre ich jetzt schon bei dieser einzelnen Fahrt oder wie lange fährt welche Person und anderes Zeug. Genau, und jetzt müssen wir aber erstmal die Daten herbekommen. Woher die genau kamen, hat uns erstmal ein bisschen gedauert, aber vor allem, weil eben ein Auto normalerweise kein Ethernet-Port oder irgendwie eine Schnittstelle hat, die man so direkt mit dem PC auslesen kann. Das war ein bisschen schade, also es ging leider nicht. Aber wir sind dann auf eine andere Schnittstelle gestoßen, die sogenannte Onboard Diagnostics Schnittstelle, die eigentlich seit, ich glaube 2005, in jedem einzelnen Auto verbaut sein muss in Deutschland. Und die habe ich hier mal sehr schön und scharf fotografiert. Genau, und wie man jetzt von dieser Schnittstelle, die ja nicht unbedingt wie eine PC-Schnittstelle aussieht, eben Daten auf den PC kommt, da gibt es schon Adapter für, und zwar sogenannte OBD2 Bluetooth-Adapter. Und so gut wie jeder von denen hat eigentlich irgendwas mit dem Mikrochip ELM 327 zu tun. Also alle, die ich irgendwie gefunden habe, außer einer, der sehr schlecht dokumentiert war, waren ELM 327. Das ist dann möglich eben mit, also hier ist es sozusagen ein Bluetooth-Adapter, aber der ELM 327 hat eigentlich nichts mit Bluetooth selbst zu tun. Das ist, der empfängt einfach nur die Befehle per UART und hier ist eben zwischen UART und PC ist dann halt eine Bluetooth-Schnittstelle. Genau, was man dann eben den Adapter initialisiert man eigentlich mal mit verschiedenen Daten, wie welches Protokoll muss ich benutzen und so und kann dann über sogenannte PIDs Daten abfangen. Also es gibt verschiedene Informationen, die man dann sich da holen kann, auch Diagnostiksachen vom Fehlerstand vom Auto, vom Motorsteuergerät, ein bisschen was. Aber eben wir wollten eben wirklich die Live-Daten anzeigen, deswegen haben wir uns erstmal auf die Show Current Data auf den Punkt 1 konzentriert. In dem Modus 1 gibt es dann eben verschiedene PIDs, die es so gibt. Das ist auch sehr nett gemacht. Man sieht dann sozusagen ganz oben, gibt es immer wieder so ein Byte oder eine Stelle, wo dann binär kodiert ist, okay, diese Daten kann ich überhaupt bekommen. Da steht dann sozusagen, okay, ich kann jetzt das Auto, das gibt mir jetzt zum Beispiel die Motorgeschwindigkeit, aber nicht die Motorlaufzeit. Und andere Autos machen es dann irgendwie andersrum. Und das ist eben in dem hier ganz oben PID supported von 1 bis 20 binär kodiert, welche es denn jetzt gibt. Wir haben dann eben diese Schnittstelle auch genommen und haben dann gedacht, okay, wenn wir eben eine Datenbank haben wollen, dann wäre es ganz schön, wenn wir das nicht nur auf dem Handy haben, also die Daten dann nur auf einem Gerät haben, sondern die vielleicht auch dauerhaft im Auto gespeichert haben. Und haben deswegen gedacht, okay, dann nehmen wir einen Raspberry Pi Server und speichern darauf die Daten und dann kann man sie im Auto immer schön per WLAN, das dann gehostet wird, sich anschauen. Also wir haben dann eben auf dem Pi einen kleinen Server aufgesetzt und das dann per WLAN die Daten bereitgestellt und es konnten eben über eine Web-Oberfläche. Also man hat sich dann eben im WLAN verbunden, hat im Chrome-Browser oder irgendeinem anderen Browser auf dem Handy eine IP eingegeben und da hat man auf einer Web-Oberfläche ganz schön irgendwelche Gauges angezeigt bekommen und anderes Zeug. Das war dann
in der Testfahrt ungefähr so aus. Also hier ist jetzt der PC wirklich nur als Stromquelle, weil ich gerade kein Akku-Pack oder sowas dabei hatte. Das könnte man aber auch dann irgendwie mit dem Autostrom direkt machen oder eben über die Zigarettenanzünderdose kann man ja auch Strom von bekommen und dann braucht man noch keinen Laptop mehr extra. Man sieht auch so ein bisschen die Gauges und die auch so ein bisschen Textfeld und das konnte man eigentlich auch relativ einfach dann erweitern mit neuen Gauges und ja. Die Software, also mit was wir das alles programmiert haben, es lief ein Node.js-Server. Da haben wir also da drauf und im Browser haben wir auch normales JS, also jetzt nicht Node.js-spezifisches JavaScript, weil es manchmal große Unterschiede gemacht hat, vor allem weil das Projekt objektorientiert sein sollte. Wir sollen das alles objektorientiert programmieren und uns wurde deswegen vorgeschlagen, TypeScript zu benutzen. Weiß jeder hier, was TypeScript ist? Nein? Also TypeScript ist sozusagen ein Wrapper für JavaScript, der ist alles so, also man kann ja JavaScript objektorientiert, semi-objektorientiert programmieren. Das, und TypeScript macht es einen sozusagen, macht es sozusagen für einen. Man kann dann auch schon Class vorne dran schreiben und man kann sogar Typ-Deklaration so ein bisschen machen. Also, das ist so ein bisschen, okay, das muss jetzt ein String sein oder das muss jetzt irgendwie eine Zahl sein. Und das war aber so ein bisschen problematisch, weil das eben so ein Mix von verschiedenen Sachen war und TypeScript selbst hat eben nicht so gut mit Node.js getan. So der Aufbau dann von der kompletten Software, der sah dann ungefähr so aus. Also wir haben vom OBD aus zum, also vom Bus aus, also alles mit dem Bus ist dann sozusagen die, ist dann der Raspberry Pi selbst. Der Bus läuft komplett auf dem Raspberry Pi und das hat uns eben die Möglichkeit gegeben, einfach aggregierte Funktionen hier oben hinzuzufügen, also Zeug, das, das verschiedene Sachen berechnet. Wir haben dann auch den aktuellen Benzinverbrauch zum Beispiel, konnten wir dann ohne Probleme über diese aggregierte Funktion berechnen und dann wieder auf den Bus schmeißen. Dann konnte man es auch auf der Endgerätseite sich anschauen und eben auch eine Datenbank, die dann die ganzen Daten speichert. Und über ein Protokoll, das wir dann so ein bisschen drauf programmiert haben, konnte man eben auch die Daten aus der Datenbank wieder abfragen oder ja, so konnte man da dran. Währenddessen, also während der kompletten Entwicklung, gab es aber verschiedene Probleme, die da so im Weg standen. Das war eben, wie vorhin schon gesagt, Node.js selbst, das uns durch das TypeScript und das Objektorientierte eigentlich so ein bisschen Probleme gemacht hat. Vor allem, weil sehr viel dort eben eventbasiert ist, was zwar generell kein, nicht das Kontra, von, nicht genau das Gegenteil von objektorientiert ist, aber es hat uns eben Schwierigkeiten gegeben, weil dann auf einmal die Funktionen innerhalb von einer Klasse nicht mehr in dem Klassenkontext waren, weil sie von Objekt von einem Event aufgerufen wurden. Und da hat auch irgendwie so eine Funktion, die das alles dann doch wieder ins Objekt schiebt, hat auch nicht immer funktioniert. Dann hat uns auch noch eine Bibliothek, die wir benutzt haben, die extra für diese OBD2, für die Onboard-Diagnostik-Schnittstelle, die hat auch nicht immer wirklich das getan, was sie soll. Denn die der ELM 327, der hat einen Befehlsbuffer von genau einem Befehl. Das hat aber diese Bibliothek nicht gebockt. Sie hat einfach dann, wenn man drei Befehle so irgendwie reingeschoben hat, da hat sie auch drei Befehle innerhalb von ein paar Millisekunden oder Nanosekunden rausgeschoben und dann hat halt der Microcontroller Schrott gebaut. Und das gab's auch schon, das hat auch schon bei der Initialisierung natürlich, oder vor allem bei der Initialisierung Probleme gemacht. Und die Initialisierung selbst, also von der Bibliothek selbst, hat die Befehle schon innerhalb von eine Millisekunde alles auf den OBD2-Adapter geschickt, was dann eben nicht mehr funktioniert hat. Dann haben wir irgendwann so ein bisschen festgestellt, okay, unser OBD-Adapter, der kann gar nicht so schnell die Daten rüberreichen, wie wir so dachten. Also der kann nicht, da ist die Datenrand nicht wirklich so schön, wie wir dachten. In unserem Testauto waren es dann 4 bis 5 Werte pro Sekunde. Wenn man dann sich so denkt, okay, ich will jetzt 20 verschiedene Werte die ganze Zeit messen und mir speichern, dann ist es nicht mehr wirklich live, was man da so hat. Das hängt aber immer so ein bisschen vom Auto ab. Also bei unserem Testauto, das war jetzt ein Opel Astra 2005er Bauart, also es war auch ganz relativ am Anfang von OBD2. Da waren es halt wirklich 4 bis 5 Werte und dann
musste man Prioritäten stellen, welche Werte jetzt wichtiger sind. Sowas wie Tankfüllstand ist jetzt nicht so wichtig wie die aktuelle Motorgeschwindigkeit. Aber anscheinend bei den neueren Autos und dann bei BMW, was glaube ich, konnte man das bis zu 40 Hertz hochtreiben, was dann schon eine etwas angenehmere Datenrate ist, um auch viele Informationen zu bekommen. Dann hatten wir auch noch den Fehler gemacht, dass wir eine NoSQL-Datenbank als Datenbank auf dem Bus gewählt haben, die dann eben nicht skaliert hat bei etlichen Werten. Auch wenn man dann vor allem stundenlang fuhr, dann hat es irgendwann doch schon etwas länger gedauert. Und vor allem haben wir auch eine Replay-Funktion eingebaut, die sozusagen eine Fahrt wiederholt, die die Fahrt nochmal abspielen lässt. Die hat dann eben nicht mehr so schön funktioniert. Und wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wir glauben, dass es mit einer SQL-Datenbank besser laufen könnte. Dann noch ein anderes Problem. Wir hatten gedacht, okay, wir können dann gleichzeitig noch Maps, Google Maps-Karten oder sowas einbinden mit dem aktuellen Standort oder sowas. Aber das lief dann nicht mehr so schön, weil wir uns ja per WLAN mit dem Pi verbunden hatten. Das heißt, beim Android-Kernel selbst hat man entweder WLAN oder mobiles Internet. Es ist nicht möglich, sozusagen, okay, für diese Adresse oder für diese IP hätte ich jetzt gerne das Netzwerk, aber für den ganzen Rest hätte ich jetzt gerne das mobile Internet. Das scheint bei iOS funktioniert es. Da kann man dann über ein Proxy sagen, okay, du schiebst es dahin, aber bei Android ging das leider überhaupt nicht. So die einzige Möglichkeit wäre, dass dann noch über einen UMTS-Stick am Raspberry Pi selbst die restliche Internetgeschwindigkeit durchzuleiten. Ja, das war jetzt sozusagen mein kurzer Vortrag über WinChap. Das Projekt ist auf GitHub noch im privaten Repo, aber ich rede jetzt mal mit den anderen Leuten vom Team, ob wir das nicht in offizielles, offenes Repo schieben können, dass Leute sich das auch mal anschauen können und vielleicht auch was mit OBD2 machen können, weil generell ist es eigentlich ziemlich spaßig, damit Daten herzubekommen. Und jetzt ist noch ein bisschen Zeit für Fragen, die keiner hat. Okay, aber falls doch noch irgendjemand eine Frage hat, dann kann er mich unter dieser E-Mail-Adresse noch erreichen. Ich bin jetzt auch noch wahrscheinlich die nächsten zwei Tage, bis morgen Mittag so Richtung hier. Ja, vielen Dank. Naja, irgendwie ist die Auflösung ein bisschen klein, aber das ist egal, das funktioniert trotzdem. Genau, ich wollte mal ein bisschen was erzählen, was so mit InfoBeamer inzwischen passiert ist. Wer es nicht kennt, die Software, das ist also das, was man noch jetzt hier vor 10 Sekunden gerade gesehen hat, was jetzt in den Pausen anzeigt, was hier für Vorträge stattfinden. Und genauso zeigt es irgendwie auf ein paar Screens, die draußen hängen, inklusive auf der großen Leinwand an, dieses Twitter-Zeug und eben auch, welche Vorträge wann wo stattfinden. Und da die Software eigentlich im Rahmen der GPN entstanden ist, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal irgendwie nach 4 Jahren so mal ein Update, was da eigentlich inzwischen der Stand ist, weil da hat sich schon ein bisschen was getan. So, vielleicht nochmal ganz kurz, also wer jetzt bisher das jetzt nur aus Betrachtersicht gesehen hat, mal ganz kurz die Einführung, was ist es überhaupt? Also es ist ein Tool, was ich eben, wie gesagt, vor 4 Jahren für die GPN 12 geschrieben habe. Das ist eine Möglichkeit, relativ einfach Präsentationen zu bauen. Also zum Beispiel jetzt genau solche Screens. Man kann das natürlich auch benutzen, um irgendwie in S-Bahnen oder sowas dann diese komischen Infotainment-Sachen zu bauen.
Oder jetzt gerade lustigerweise mit dem Dashboard, was jetzt hier gerade vorgestellt wurde, das könnte man damit zum Beispiel dann auch direkt auf dem Pi zum Beispiel verwenden, um genau jetzt auch solche diversen Regler und sowas anzuzeigen. Ursprünglich vor 4 Jahren habe ich das Ganze eben für so dicke Desktop-Maschinen entwickelt, also einfach nur so dicke Grafikkarte rein, und da war es jetzt von der Performance her irgendwie egal, was man macht. Es kamen dann immer wieder Leute, haben gefragt, gibt es das auch für einen Raspberry Pi? Gab es dann erstmal nicht, und dann habe ich mir das aber mal angeguckt und habe dann eben jetzt das hauptsächlich für den Raspberry Pi im Prinzip weiterentwickelt und eben auch dann optimiert, also die ganzen Frickel-Ansätze, die ich jetzt irgendwie auf Desktop-Maschinen machen konnte mit Font-Rendering, das funktioniert halt auf dem Pi nicht, weil das viel zu langsam ist. Das heißt, da gibt es halt dann jetzt irgendwie neue Font-Rendering-Bibliothek komplett. Und inzwischen, ja, ist es auf dem Pi, glaube ich, so an einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr so viel Performance rausholen kann. Genau, dann wird es inzwischen auch kommerziell eingesetzt. Also es gibt irgendwie so ein paar Firmen, die darauf irgendwie komplett ihre Produkt bauen. Also es gibt irgendwie Firmen, die benutzen dann eben genau die Pi-Variante und verkaufen das dann zusammen mit irgendwie Hardware und eigener Software, die dann irgendwie Dinge anzeigt. Wer jetzt gar keine Vorstellung hat, wie das jetzt aussieht, wenn man damit was baut, also zum Beispiel dieser Screen jetzt hier rechts, dieses Hello World, das kann man jetzt eben genau mit diesen 5 Zeilen Code mal eben hin programmieren. Also im Prinzip definiert man sich eine Fläche, lädt einen Font und in jedem Frame rendert man dann einfach diesen String an eine bestimmte Position. So, und das ist im Prinzip was, was auf dem von InfoBeamer dann ausgeführt werden kann. Und jetzt war es eben so, auf den GPNs habe ich das halt so gemacht, auf der ersten GPN stand halt irgendwo eine Desktop-Kiste rum. Wenn ich was an der Präsentation ändern wollte, dann habe ich mich da halt per SSH irgendwie eingeloggt, habe irgendwie live am Code rumeditiert. Kann man machen, funktioniert meistens, manchmal funktioniert es nicht, dann war irgendwie kurz alles weg. Ja, und das funktioniert halt nicht so richtig, also das ist halt nicht so der professionelle Ansatz eigentlich. Aber es hat trotzdem auf dem 29C3 und 30C3 so ganz gut funktioniert. Also da lief es übrigens auch, also wer da war, hat es auch gesehen in den Zellen. Ja, und jetzt kann man das natürlich mal richtig lösen. Und jetzt gibt es halt irgendwie InfoBeamer as a Service, was dann irgendwie im Prinzip dieses ganze Gefrickel wegabstrahiert und man kann jetzt irgendwie higher level da irgendwie Dinge ausrollen. Und das sieht dann im Prinzip, also im Prinzip ist das InfoBeamer Hosted eigentlich nur ein gigantischer Wrapper um die Tatsache, dass irgendwo das InfoBeamer-Programm läuft und ein paar Dateien anzeigt. Bloß, dass man sich halt nicht selber drum kümmern will, wie sorgt man dafür, dass das Programm läuft, wie sorgt man dafür, dass überall die gleichen Stände von Dateien vorhanden sind, sondern man macht das irgendwie so per Knopfdruck auf einer Web-Oberfläche. Die Installation jetzt zum Beispiel, also das hier, was man gerade gesehen hat, läuft jetzt eben auch auf dem Pi, der da hinten irgendwo rumliegt. Die Installation war jetzt extrem einfach, also ich nehme eine SD-Karte, entpacke eine ZIP-Datei, boote den Pi, gebe auf einer Web-Oberfläche irgendeine PIN ein, das sieht dann so aus wie jetzt hier rechts in einem kleinen Screen. Und dann ist im Prinzip der Pi mit dem Account verbunden von der Webseite und dann kann man eben den Rest per Webseite einfach klicken und kann sagen, okay, das GPN-16-Setup jetzt auch auf diesem Pi installieren, klickt man, dann lädt er so ein bisschen Zeug runter und dann läuft es im Prinzip. Genau, also muss jetzt nicht mehr irgendwie selber einrichten und da irgendwie mit Raspbian rummachen und irgendwie Sachen drauf kopieren, sondern es dauert halt 2 Minuten von Pi, der gar nichts kann, bis es läuft. Genau, die Oberfläche sieht dann im Prinzip so aus, also kann ich nachher auch ganz kurz noch live zeigen, dass es im Prinzip Packages gibt. Das ist im Prinzip die Sammlung von Dateien und Code, der eben eine bestimmte Visualisierung darstellt oder erzeugt. Und das ist so ein Package, das kann man jetzt zum Beispiel mittels Git auf meine Webseite schieben. Und dann kann man mit einem weiteren Klick daraus so ein Setup erzeugen. Ein Setup ist dann im Prinzip ein oder mehrere Packages, üblicherweise erstmal nur eins, plus die Konfiguration dazu. Und die Konfiguration dazu, die kann man eben auch in so einer Metadatendatei angeben, kann eben sagen, okay, dieses Package hat jetzt halt zum Beispiel die Hintergrundfarbe konfigurierbar und dann erzeugt halt die Web-Oberfläche an der Stelle das entsprechende GUI-Element dazu. Kann man irgendwie eintragen, wenn man auf Speichern klickt, dann wird sofort eine neue Config.json auf das Gerät ausgerollt und der Code, der dann lokal auf dem Gerät läuft, sollte das dann aufschnappen und sofort irgendwie entsprechend die Anpassungen vornehmen. Genau, dann kann man natürlich auch die einzelnen Geräte angucken, das heißt, man kann irgendwie schauen, was das gerade so treibt, damit man jetzt nicht irgendwie
von Gerät zu Gerät rennen muss, um irgendwie festzustellen, läuft da noch was oder ist da alles irgendwie schwarz. Und kann ich auch gleich nochmal zeigen. Dann der Entwickler-Workflow, wenn ich jetzt also Code ändern will, also ich stelle hier fest, zeigt irgendwie, hat die falsche Schriftgröße oder keine Ahnung, ist schwarz, weil irgendwie ein Unicode-Zeichen nicht da ist oder sonst wie irgendwelche Dinge, dann kann ich halt das reparieren. Also ich habe dann halt bei mir lokal ein Repository von dem Package, was jetzt irgendwie auf dem Screen läuft, mache einen Git-Commit, mache danach einen Git-Push und dann landet es im Prinzip auf meiner Webseite, die sorgt dafür, findet raus, okay, dieses Package wird verwendet auf der GPN16, das ist installiert auf diesen 10 Geräten und dann wird es halt sofort auf allen ausgerollt. Das heißt, man hat irgendwie Sekunden später den Code dann im Prinzip live. Genau, das funktioniert eben so, dass die Geräte kriegen dann mitgeteilt, was ist der Sollzustand. Also ihr kriegt mitgeteilt, okay, diese 10 Videos sollst du lokal vorlegen haben, diesen Code und dann laden die eben alles, was sie dafür brauchen, damit eben dieser Sollzustand erreicht ist. Dabei verwende ich Content-Based Addressing. Das heißt, wenn uns ein Gerät einmal zum Beispiel eine Schriftdatei runtergeladen hat, also was weiß ich, Areal oder sowas, dann muss es das nie wieder in Zukunft runterladen, weil es das einfach schon hat, selbst wenn man irgendwie ein anderes Setup installiert oder irgendwie Dinge ändert. Also jede alle Daten werden nur einmal runtergeladen. Genau, und die kompletten Daten liegen jetzt also auch nicht irgendwie direkt auf meinem Webserver rum, sondern die liegen irgendwie auf S3. Das heißt, die Webseite ist im Prinzip nur für die Konfiguration zuständig, für den Betrieb selber ist sie nicht mehr relevant. Genau, und entwickelt ist alles in Python hintenrum. Also, wen das interessiert, der kann mich auch gerne nochmal ansprechen. Kann ich auch gerne noch Sachen dazu erzählen. Und das war es im Prinzip schon. Jetzt kommen wir mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob man das so spontan umschalten kann. Also, wir können zum Beispiel jetzt mal... Achso, das. Ja, das ist ja mein Browser. Genau, also wenn man, das ist jetzt die Live-Webseite. Wenn ich jetzt mal hier irgendwie Update klicke, dann kriege ich jetzt eben von dem Pi gesendet, was jetzt da gerade angezeigt wird. Wenn man das mal kurz umschaltet. Ja, also ist halt genau das. Und jetzt kann ich zum Beispiel nochmal, wenn ich zurückgehe, kann ich jetzt mal auf das GPN16-Room-Setup, was jetzt halt hier genau im Saal läuft, gehen. Und kann mal hier die Schriftart umstellen. So, wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, dann sieht man also, wenn man nochmal ganz kurz zurückschaltet, ja, ist halt sofort ausgerollt. Also, was jetzt passiert ist in der Stelle, das war jetzt irgendwie ein Klick und irgendwie eine Änderung in der Config-Oberfläche. Aber hintenrum ist halt so ein bisschen mehr passiert. Also, ich habe jetzt im Prinzip dem Gerät gesagt, zum einen hat sich die Konfiguration geändert von dem, was du darstellst. Das heißt, er hat eine neue Config.json irgendwie auf S3 hochgeladen, hat dann dem Gerät gesagt, okay, deine Konfiguration hat sich geändert, das Gerät hat die Datei runtergeladen, hat dann gesehen, ah, okay, da brauche ich jetzt aber noch Comic Sans dafür, was ich jetzt noch nicht auf dem Gerät hatte, lädt es runter. Und wenn die ganzen Downloads fertig sind, dann passiert im Prinzip der Austausch von den Dateien, sodass eben die vorige Schriftart durch die neue ersetzt wurde. Das wiederum erkennt mein Code und benutzt dann die Schriftart und zeigt es an. Also so ein bisschen ein paar Schritte, aber das ist eigentlich auch egal, wie es funktioniert, weil man kann es einfach klicken. Jetzt stellen wir es mal wieder zurück. Ja, dann lassen wir es erstmal. Ich stelle es vielleicht später wieder rum für den professionelleren Eindruck. Genau, und wenn ich jetzt halt mal ganz kurz... Noch eine Demo. Also ich habe jetzt hier, das ist ein bisschen arg groß. Also hier jetzt irgendwie Code. Das ist jetzt zum Beispiel ein Verzeichnis, da ist im Prinzip alles drin, was so ein Package ausmacht. Und wenn ich das jetzt auf den Screen hier bringen will, dann, also es ist jetzt schon ein Git-Repository. Was ich jetzt machen muss auf der Webseite, ist eben hier so ein neues Package anlegen. Das heißt, ich sage jetzt irgendwie, okay, erzeug mir mal so ein neues Git-Repository, kriege ich hier so eine Zeile, die ich im Prinzip hier hinzufüge. So, jetzt habe ich neue Remote. Jetzt sage ich einfach git push info beamer master. So, jetzt hat er den Code hochgeladen auf meine Webseite. Und jetzt ist halt also auch sofort dieses leere Paket, ist jetzt halt tatsächlich das, was ich gerade hochgepusht habe. Jetzt kann ich daraus ein Setup erstellen. Example. Da gibt es jetzt nichts zu konfigurieren, weil das so ein Trivialbeispiel ist.
Und jetzt kann ich eben sagen, okay, assign das mal auf ein Gerät, und zwar, wir sind im Medientheater, richtig? So, klicke ich einmal drauf, und jetzt sollte im Prinzip hier, genau, das schon laufen. Also der Weg, wie man irgendwie so Code dahin bringt, ist halt extrem einfach, und wenn ich da jetzt im Prinzip, also wir können es gerade mal so laufen lassen, ich ändere jetzt mal irgendwie eine Zeile Code in meiner Lua-Datei hier und sag einfach mal, okay, das soll jetzt, sag mal einfach mal, das soll doppelt so schnell gehen. Dann mache ich jetzt einfach hier git commit, git push. Na, Netzwerk. Okay, ist durch, und jetzt sollte nach ein paar Sekunden das, jetzt habe ich es doch langsamer gemacht statt schneller, aber also man kriegt es mit, und genau, also den Fehler könnte ich jetzt natürlich auch genauso trivial wieder korrigieren. Ja, also das ist im Prinzip das, was ich jetzt so in den letzten 3 Jahren so nach und nach gebaut habe, und es hat es halt extrem einfach gemacht, da es auch ein bisschen größere Installationen ja sehr einfach zu betreiben. Das heißt, Gerät, SD-Karte raus, formatieren, ZIP-Dateien packen, reinstecken, PIN eingeben, fertig. Ja, das war im Prinzip alles. Wer da noch ein bisschen mehr wissen will, also da kann man unglaublich viel, glaube ich, noch erzählen, der kann mich einfach jetzt dann irgendwie noch draußen ansprechen, dann kann ich da noch ein bisschen in Details gehen oder auch mal ein bisschen Code zeigen oder wie auch immer. Ja, danke. Da fällt gerade auf, ich soll es wieder zurückstellen. Ist ja zum Glück auch einfach. So. Ich habe einen passenden Adapter. Sehr gut. Also, hallo zusammen, ich wollte euch heute wirklich nur einen ganz kurzen Lightning-Talk halten, und zwar auch weniger jetzt, was ich euch vorstellen möchte, sondern mehr, wo ich eigentlich interagieren möchte und so ein bisschen eine Rückmeldung, was ihr davon denkt, und ja, vielleicht können wir dann da zusammenarbeiten. Also es geht darum, wäre es eine Idee, eine Speakerin-Wunschliste für die nächste GPN zu machen. Warum? Naja, also es gibt jetzt 3 Gründe, es gibt bestimmt noch mehr, die man sich überlegen könnte, aber 3, die ich euch kurz vorstellen wollte, was ich mir einfach so gedacht habe und schauen wollte, ob es andere Leute gibt, die das auch sinnvoll fänden. Zum einen Demokratie. Also wenn wir mitbestimmen wollen, so welche Vorträge auf der GPN sind, dann können wir entweder selbst Vorträge halten, aber das ist manchmal auch ein bisschen scary, und vielleicht fühlen wir uns nicht irgendwie Experten fürs Thema, oder wir haben einfach keine Zeit, das irgendwie vorzubereiten. Auf der anderen Seite würde man ja irgendwie schon gern irgendwie einen Einfluss drauf haben, was es hier dann an Programmen gibt. Und naja, wie könnte man das machen? Man könnte zum Beispiel Leute vorstellen, von denen man weiß, die sind ziemlich cool, die können auch gut sprechen und die haben irgendwie was zu sagen, was zur GPN passt. Das heißt, das könnte man irgendwie so sammeln und auf eine Liste tun. Und dann, je nachdem, wie man das dann weiterdenkt, entweder dem Orga-Team unterbreiten oder die Leute selbst anschreiben oder wie auch immer. Also das ist noch einfach nicht definiert. Zum anderen Highlights. Also wir haben ziemlich coole Talks schon auch hier auf der GPN. Also ich weiß nicht, wer gestern Abend in einem Raumschiff für Bauen war. Das war ziemlich cool, und es waren so Talks, wo man sich irgendwie auch schon 1 oder 2 Tage davor drauf gefreut hat, weil man wusste oder gehört hat, die Leute sind toll, die haben auch einen lockeren Redestil und die zeigen was Interessantes, aber irgendwie so in der Sprache, dass ich auch verstehen kann, wenn ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt habe. Eben solche Sachen, wo man weiß, das ist cool und da freue ich mich drauf, das eben selbst irgendwie zu kreieren, das wäre ja auch ganz cool, wenn man das selbst machen könnte. Und naja,
dann könnte man zum Beispiel auf so eine hypothetische Wunschliste auch Leute draufstellen, die man auch mal gern da hätte. Also ich meine, ob die dann kommen, ist eine andere Frage. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wer sie kennt, ist die Queen of Shitty Robots. Eine Schwedin, Simone Giertz, und die macht ziemlich coole Roboter, die eben nicht das tun, was sie sollen, oder das tun, was sie sollen, auf eine nicht besonders erwünschte Weise. Also zum Beispiel, sie hat einen Haarwaschroboter, das war ihre letzte Kreation, glaube ich. Das könnt ihr auch auf YouTube anschauen. Also der drückt dann Shampoo auf ihren Kopf und dann kommt eine Hand und die haut sie praktisch auf den Kopf. Und das ist der Haarwaschroboter. Und sie hat sich eben auf diese Shitty Robots spezialisiert und ich fände es irgendwie cool, wenn man sie da hätte. Oder zum Beispiel Leute, wo ihr sagt, es sind vielleicht keine Gesichter, die irgendwie jeder kennt oder auch Leute, von denen man gehört hat, sondern das ist irgendwie ein Prof, der mich beeindruckt hat mit dem, was er gesagt hat. Also in dem Fall ist es meine Psychologieprofessorin, die einfach faszinierend zu Wissenschaftstheorie reden kann. Und ich meine, das ist ja was uns auch hier betrifft, weil irgendwie wir sind ja Nerds und wir finden Wissenschaft ziemlich cool und damit kann man tolle Sachen machen und so. Aber dann einfach auch zu verstehen, dass Wissenschaft halt irgendwie so auch auf Spielregeln beruht, sozusagen zum Beispiel auf der Annahme, dass die Natur logisch ist, was sich nicht herleiten lässt, aber womit man als Annahme gut ausgehen kann. Aber das ist eben auch zum Beispiel Paradigmen unterworfen, die sich wechseln können. Zum Beispiel steht die Erde im Zentrum oder die Sonne oder wie auch immer. Und ich finde, das wäre halt ein Thema, was jetzt nicht direkt Hard- oder Software ist, was aber sehr gut auf die GPN passen würde. Und dazu ist sie halt eine super tolle Rednerin. Oder irgendwie so Leute, wo man eigentlich weiß, dass sie nicht kommen werden, aber man fände es irgendwie cool, mal zu sagen, dass man die gern da hätte, wie zum Beispiel Astro Samantha, also Samantha Cristoforetti. Genau, so hat ja jeder irgendwie seine eigenen Helden oder auch seine eigenen Themen, die man vielleicht mal gern als Highlight auf der GPN haben würde. Naja, und der dritte Punkt ist halt, also im CCC gibt es eben diese Aussage, hier sind all creatures welcome. Und wenn ich mich so umschaue auf der GPN, dann finde ich es ziemlich cool, dass irgendwie so von den Teilnehmern her schon ein relativ diverses Bild irgendwie da ist. Es geht noch immer besser natürlich, aber das ist schon cool. Allerdings bei den Speakern sind halt irgendwie so, sag ich mal, die gleiche Kategorie hauptsächlich. Deshalb fände ich, es wäre irgendwie cool, wenn wir mehr Unicorns da haben könnten. Also einfach Leute, die wie auch immer aus der typischen Speaker-Kategorie, die wir auf der GPN haben, irgendwie rausfallen, weil die bringen dann nochmal eine andere Perspektive rein oder ein anderes Themengebiet oder was auch immer, was ich sehr bereichernd finde und was ich auch, also je mehr Angebot eben, desto wahrscheinlicher ist es, dass für einen selbst auch irgendwie was dabei ist, was einen irgendwie weiterbringt. Deshalb war eben meine Idee, da sowas zu machen, aber wie ihr schon merkt, ich habe keine Ahnung, wie man das konkret machen möchte und ich will das auch irgendwie nicht im Alleingang machen, deshalb will ich sehen, was euch daran auch noch interessieren würde. Und ich habe noch weder irgendwie ein Etherpad, wo man sowas sammeln könnte, noch irgendwie, keine Ahnung was, aber ihr könnt mir auf Twitter irgendwie so eine Private Message schreiben oder wie auch immer, wenn ihr das gut findet oder ihr quatscht mich einfach an, also ich bin auch noch heute und morgen da. Genau, gibt es gleich was jemand von euch dazu sagen oder fragen möchte? Ja? Ich sollte im Wiki eine Seite aufmachen, sowas zu sammeln. Im Wiki eine Seite aufmachen, ja. Ja, also ich bin nicht sicher, inwiefern ich das mit den Leuten absprechen muss oder einfach machen kann, aber das wäre eine gute Idee. Ja, okay, einfach machen, wird mir gesagt. Super. Noch mehr? Also irgendwie so, findet ihr das sinnvoll oder nicht so? Oder? Okay, das sieht man dann. Ja, ich finde es sinnvoll, aber ich kenne paar Tech-Konferenzen, die das gemacht haben und dann aufgehört haben damit, weil sie das Problem hatten, dass immer so Freunde von Freunden und bekannte Gesichter eingeladen wurden. Freunde von Freunden, also so wurde da eingeladen? Okay, das heißt, es gab das, also dass ich es gerade nochmal vom Mikro wiederhole, es gab bei einer anderen Tech-Konferenz das Problem, dass dann irgendwie nur der eigene Clan irgendwie so eingeladen wurde. Das stimmt und deshalb hatte ich eben, wie gesagt, das erstmal eine Wunschliste und wenn man das dann konkret mit der Orga abspricht, hätte ich dann eben gedacht, dass man vielleicht sowas einführt, irgendwie, keine Ahnung, 5 festvergebene Plätze im Fahrplan und der Rest alles freie Einreichungen zum Beispiel. Da wäre dann irgendwie noch genug Platz. Aber letztendlich, also ist es denn jetzt bei der GPN anders? Also ich meine, jetzt ist eigentlich auch bei Word of Mouth, das heißt, es werden entweder die angesprochen, die eh schon Talks gehalten hatten oder die halt
im Entropia-Kern sind. Also insofern finde ich, da kann sich eigentlich nur was verbessern dadurch. Aber genau, das ist, behält man eben im Hinterkopf dann. Okay, gut. Dann war ich, glaube ich, die Letzte heute bei den Lightning Talks. Und dann entlasse ich euch irgendwie in die Freiheit. Tschüss.